eine Unverschämtheit. Die Dividende sind in den letzten Jahren zwischen 8 und 12% gestiegen, von euch erwirtschaftet. Und deshalb sollt ihr mit 2% abgespeist werden. Ich habe das immer so verstanden, das, was gemeinsam erwirtschaftet wird, muss fair verteilt werden. 6% ist das Mindeste und auch fair. Und wir haben doch das Problem, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinandergegangen ist. Die Gewinne sind doch den Löhnen schon die letzten 10 Jahre davon geeilt. Noch nie war der Gegensatz zwischen Gewinnen und Löhnen so groß wie heute. Und diese Schere muss endlich wieder geschlossen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich finde, die Arbeitszeitkampagne und die Arbeitszeitforderungen der IG Metall vollkommen in Ordnung. Es ist höchste Zeit, dass mal wieder andersrum gearbeitet wird und nicht immer nur mehr gearbeitet wird. Und wir leben in einem reichen Land und wir haben die Chance, dass die Arbeit mehr ums Leben kreist und nicht das ganze Leben um die Arbeit. Wir wollen doch auch von unserer Arbeit den Profit haben, dass wir ein vernünftiges Leben führen können, dass wir uns um unsere Familien kümmern können, um unsere Freunde kümmern können, dass wir einen Ausgleich haben für die erhöhte Produktivität. Deshalb ist es höchste Zeit, dass eine andere Arbeitszeitdebatte in diesem Lande gilt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.